Als ich dich vor 2 Jahren traf, war ich nicht auf der Suche. Ich war nicht auf der Suche nach dem Reihenhaus in der Vorstadt mit Hochbeet und schaukelem Garten, weil uns eines Tages Kinder erwarten. Ich war nicht auf der Suche nach Familienbrunch am Sonntag, nach Pärchenabenden, die man 4 Monate im Voraus planen muss, weil als Erwachsener hat man ja eh nie Zeit. Ich war nicht auf der Suche nach Urlaub in Italien, nach freitags um 22 Uhr im Bett liegen und Serie schauen, nach Wände streichen und Hausbau, nach Hand in Hand Spaziergängen am Strand. Ich war nicht auf der Suche nach Hashtag Couple Goals. Ich war nicht auf der Suche und doch habe ich dich gefunden. Als ich dich vor 2 Jahren traf, hatte ich kein Problem. Ich hatte kein Problem mit mir, der Welt, der Liebe, keine Angst vorm Alleinsein, weil das fehlende Puzzlestück fehlte. Ich hatte nicht mal das Problem, allein den Mindestbestellwert bei Lieferando zu erreichen. Ich hatte kein Problem und doch warst du die Lösung. Du bist die Lösung für ein Problem, das ich nie hatte und das Ziel einer Suche, auf die ich nie ging. Dich zu treffen war nicht deterministisch. Es war der glücklichste Zufall meines Lebens. Und auch wenn ich nicht viel von Physik verstehe, meine Gefühle für dich haben mich begreifen lassen, was exponentielles Wachstum bedeutet. Und während diese Kurve immer weiter stieg, war da auf einmal dieser Wunsch. Der Wunsch nach dem Reihenhaus in der Vorstadt. Mit Hochbeet und schaukelem Garten, weil uns eines Tages Kinder erwarten. Nach Familienbrunch am Sonntag, nach Pärchenabenden, nach Urlaub in Italien, nach freitags um 22 Uhr im Bett liegen und Serie schauen, nach Wände streichen und Hausbau, nach Hand in Hand Spaziergängen am Strand. Ich will das alles und noch mehr mit dir. Denn du bist Alltag. Wenn mein Leben mal wieder ein Abenteuer ist und du bist Abenteuer, wenn der Alltag mein Leben auffrisst. Du bist Sicherheit und Heimat, wenn ich mich verloren fühle. Und du bist der Mut, den ich brauche, wenn ich mit dem Gedankenspiel mich mal wieder Hals über Kopf meinen Träumen zu widmen. Du bist Leichtigkeit, wenn das Gewicht der Welt mich erschlägt und du bist das Fundament, das mein späteres Leben trägt. Du bist die Konstante in Zeiten der Ungewissheit und du bist Überraschung, weil du mir immer wieder Neues zeigst. Du bist der Moment in der Achterbahn, du bist das Adrenalin, aber du bist auch die ruhig geborgene Zweisamkeit, du bist das Oxytocin. Du bist mein Han Solo in der Unendlichkeit der Galaxie. Du bist die eine wahr gewordene Utopie. Mit dir und nur mit dir will ich mein Leben verbringen. Ich liebe dich, hier und in jeder anderen Dimension. Für immer.